Mein geliebtes Kind, heute bin ich dabei, dir eine Botschaft aus meinem Herzen zu überbringen, vom Herrn, deinem Gott, besonders an dich, die ich durch einen Engel gesandt habe. Ja, ein Engel wurde vom Himmel gesandt, um ihnen etwas Unglaubliches zu offenbaren. Stellen Sie sich ein himmlisches Wesen vor, ein reines und erleuchtetes Wesen, das begeistert war, als es entdeckte, wer Sie wirklich sind, und Sie werden nicht glauben, warum. Kommen wir gleich zum Punkt, das müssen Sie hören. Dies ist nicht irgendeine Nachricht, es ist etwas, das Ihr Leben auf eine Weise verändern kann, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Ich habe einen meiner Engel geschickt, einen göttlichen Boten, der mit einer Offenbarung kommt, die ihre Existenz verändern kann. So etwas passiert nicht oft, also seien Sie aufmerksam. Was Sie hören werden, lässt Sie die Dinge aus einer völlig neuen Perspektive sehen. Der Grund, warum dieser Engel so überrascht war, hängt mit seinem wahren Potenzial zusammen. Es ist möglich, dass Sie mehrmals an sich selbst gezweifelt haben, dass Sie das Gefühl hatten, nicht gut genug zu sein oder nichts Besseres zu verdienen, aber diese Nachricht sagt Ihnen etwas anderes. Meine Tochter, mein Sohn, ich sehe etwas in dir, das du vielleicht selbst nicht sehen konntest. In dir steckt ein Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden, und dieser Engel ist gekommen, um dir dabei zu helfen, es zu finden. Jede Entscheidung, die Sie getroffen haben, jeder Schritt, den Sie unternommen haben, hat Sie in diesen Moment gebracht. Dies ist der Moment, in dem alles einen Sinn ergibt. Es ist kein Zufall, dass Sie jetzt hier sind und diese Botschaft hören. Alles wurde göttlich arrangiert, damit Sie diese Offenbarung erhalten. Es ist Zeit, Ihr Herz und Ihren Geist zu öffnen, um zu empfangen, was als nächstes kommt. Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit Sie das Wort Gottes empfangen und den Weg des Glaubens und der Erneuerung im Heiligen Geist weitergehen können. Hinterlassen Sie Ihr Like, wenn Sie ein Leben voller Segen wünschen. Stellen Sie sich Ihren Weg vor, erfüllt von Licht und dazu bestimmt, mit noch größerer Intensität zu strahlen. Der Engel wurde gesandt, um Sie an etwas äußerst Wichtiges zu erinnern. Sie sind nicht allein. Ich bin immer bei Ihnen und leite Ihre Schritte, auch in den Momenten, in denen Sie sind, fühlen Sie sich verloren, und jetzt müssen Sie mehr denn je daran glauben. Sie haben einen Weg vor sich, und dieser Weg ist etwas Besonderes. Der Engel hat dies gesehen und war zutiefst beeindruckt. Die ständige Anwesenheit des Engels gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Zielstrebigkeit, das Sie noch nie zuvor erlebt haben. Ihre stille Führung erinnert Sie daran, dass jede Entscheidung, egal wie klein sie auch sein mag, einen erheblichen Einfluss auf die Struktur Ihres Lebens und das Leben Ihrer Mitmenschen hat. Sie, der Engel, bringt nicht nur tröstende Worte, sondern auch Taten. Es geht nicht nur darum, zuzuhören, sondern darum, die Angst oder den Zweifel in die Tat umzusetzen. Du bist zurück. Ich möchte, dass du weißt, dass in dir eine besondere Kraft steckt, eine Kraft, die nicht einmal Engel vollständig verstehen können. Es ist etwas Einzigartiges, eine Kraft, die den Lauf deines Schicksals und vielleicht sogar die Welt um dich herum verändern kann. Auf jeden Fall, mit jeder Entscheidung, die er trifft, manifestiert sich diese Stärke auf eine Weise, die er sich nicht einmal vorstellen kann. Und genau das hat den Engel gelernt. Diese besondere Kraft kann nicht vorhanden sein, gesehen oder berührt, aber es ist latent da und wartet darauf, entdeckt und genutzt zu werden. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und seine eigenen Herausforderungen, aber mit dieser Kraft in dir hast du die Fähigkeit, jedes Hindernis zu überwinden. Es ist, als ob sie einen göttlichen Funken in sich tragen, der sie selbst in den dunkelsten und schwierigsten Momenten vorantreibt. Diese Stärke gibt ihnen die Fähigkeit, sich ihren Ängsten zu stellen und als Sieger hervorzugehen. Es ist wichtig, dass sie sich daran erinnern, dass sie nicht allein sind. Dieser Engel wurde gesandt, um sie daran zu erinnern, dass sie immer unter meinem liebevollen Blick standen. Diese Botschaft bestätigt, dass sie ein Ziel haben, dass sie wertvoll sind und dass sie die Fähigkeit haben, es zu überwinden, jedes Hindernis.
möge es dir in den Weg kommen. Wenn sie also über diese Offenbarung nachdenken, bewahren sie ihren Glauben und vertrauen sie darauf, dass sie genau dort sind, wo sie sein müssen. Dies ist nur der Anfang einer außergewöhnlichen Reise voller Segen. Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, ob groß oder klein, es ist eine Gelegenheit, diese Kraft freizusetzen, wenn Sie bei der Arbeit auf ein Problem stoßen, wenn Sie einen Streit mit einem Freund haben oder wenn Sie ein Problem haben. Du hast das Gefühl, dass du es nicht mehr schaffst, das ist die Kraft, die dich trägt. Engel können trotz all ihrer Weisheit und Macht nicht vollständig verstehen, wie sich diese Kraft im Menschen manifestiert, weshalb sie sie so besonders macht. Es ist ein Geschenk, das dir vom Moment deiner Geburt an gegeben wurde. Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben, ohne sich dieser Kraft bewusst zu sein. Sie leben Tag für Tag, ohne die Größe dessen zu verstehen, was sie in sich tragen. Aber sie haben die Möglichkeit, es zu entdecken. Es geht nicht darum, wie im Film Superkräfte zu haben, sondern darum, die innere Stärke zu erkennen und zu nutzen, die einen einzigartig macht, und voranzukommen, wenn alles verloren scheint. Denken Sie an die Momente, in denen Sie etwas erreicht haben, von dem Sie glaubten, es sei unmöglich, an die Zeiten, in denen Sie sich Ihren Ängsten stellten und als Sieger hervorgingen. Diese Momente sind der Beweis dafür, dass diese Kraft existiert und dass sie außergewöhnliche Dinge bewirken kann. Nein, es ist keine Magie, es ist die Manifestation Ihres tiefsten Potenzials. Jedes Mal, wenn Sie sich für Liebe statt Hass entscheiden, ist das Leben voller Herausforderungen und Prüfungen, aber mit dieser Kraft in Ihnen ist nichts unmöglich. Wenn du hinfällst und wieder aufstehst, demonstrierst du diese Stärke. Jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, ein besserer Mensch zu sein, nutzt du diese besondere Gabe. Die Engel mögen zusehen und staunen, aber sie sind derjenige, der den Schlüssel zur Entfaltung ihres vollen Potenzials in der Hand hält. Sie entscheiden, wie sie diese Kraft nutzen, um ihr Leben und vielleicht auch die Welt um sie herum zu verändern. Denken Sie immer daran, dass diese Kraft es ist, auch wenn Sie es nicht spüren, ist diese Kraft immer noch lebendig und wartet darauf, von Ihnen in Anspruch genommen zu werden. Jede Geste der Liebe ist eine Manifestation der göttlichen Kraft, die du in dir trägst. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um mehr über sich selbst und diese Kraft zu erfahren. Haben Sie keine Angst, Ihre Grenzen auszuloten und über das hinauszugehen, was Sie für möglich halten. Die Engel können zuschauen und lernen, aber sie sind es, der die wahre Macht hat. Wenn Sie also das nächste Mal vor einer Herausforderung stehen, denken Sie daran, dass nicht einmal Engel diese Stärke vollständig verstehen können. Vertrauen Sie sich selbst und gehen Sie über Ihre eigenen Grenzen hinaus. Ich frage mich, was das in der Praxis bedeutet. Es bedeutet, dass Ihre Handlungen, Ihre Worte, Ihre Entscheidungen eine viel größere Wirkung haben, als Sie sich vorstellen. Ich habe dich für etwas Großes ausgewählt. Es könnte eine Mission sein, ein Zweck, der dir noch nicht klar ist, der aber für den göttlichen Plan von entscheidender Bedeutung ist. Der Engel sah das und staunte, und ich möchte, dass du anfängst, diese Größe zu erkennen. Wenn wir über unsere täglichen Handlungen nachdenken, unterschätzen wir oft deren Macht und Reichweite. Jede kleine Entscheidung, die sie treffen, mag im Moment unbedeutend erscheinen, aber sie hat das Potenzial, in der Zukunft auf unerwartete Weise Resonanz zu finden. Diese Lektion kann sie auf einen völlig neuen Weg führen. Das ist die Essenz dessen, was es bedeutet, von mir für etwas Großartiges ausgewählt zu werden. Ich sehe das Potenzial in jeder ihrer Bewegungen und führe sie zu einem größeren Ziel. Stellen Sie sich vor, dass Sie jedes Mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, zu etwas Größerem beitragen, Mosaik, das selbst du nicht in seiner Gesamtheit sehen kannst. Dieses Mosaik ist der göttliche Plan, und deine Rolle darin ist von grundlegender Bedeutung. Du verstehst vielleicht nicht immer, warum du bestimmte Entscheidungen triffst oder warum du den Drang verspürst, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, die Welt auf sinnvolle Weise zu beeinflussen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie auf dieser Reise nicht allein sind. Der Engel,
der ihre Größe sah und staunte, ist ein Zeichen dafür, dass sie bei jedem Schritt, den sie unternehmen, göttliche Unterstützung haben. Diese Unterstützung kann sich auf viele Arten manifestieren, in Momenten der Inspiration, in Menschen, die ihren Weg zum richtigen Zeitpunkt kreuzen, oder in Situationen, die sie zum Wachsen herausfordern. Es ist, als ob sich das Universum zu ihren Gunsten verschworen hätte und sie zu ihrem Ziel führen würde, wenn sie beginnen, die Größe in ihnen selbst zu erkennen, beginnen sie zu bemerken, wie alles zusammenhängt. Jede Begegnung, jede Erfahrung fühlt sich wie ein Teil des Puzzles an, das perfekt zusammenpasst. Diese Erkenntnis gibt ihnen die Zuversicht, voranzukommen, auch wenn der Weg noch nicht klar ist. Vertrauen Sie darauf, dass es sich um einen größeren Plan handelt und dass Ihre Rolle für dessen Verwirklichung von entscheidender Bedeutung ist. Das Schöne an diesem Prozess ist, dass der Zweck zwar zunächst nicht klar ist, sich aber mit der Zeit immer deutlicher zeigt. Es ist, als würde alles um dich herum langsam aufleuchten. Wenn Sie sich auf Ihr Ziel ausrichten, beginnen Sie, Ihren Einfluss auf die Welt zu erkennen und zu verstehen, warum ich mich für Sie entschieden habe. Jeder Schritt bringt Sie der Verwirklichung dieser großartigen Mission näher. Es ist wichtig, sich der Anzeichen und Momente bewusst zu sein, in denen Sie eine besondere Verbindung zu etwas spüren, das größer ist als Sie selbst. Dies sind Anzeichen dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Manchmal manifestiert sich diese Verbindung in einem Gefühl inneren Friedens, ein anderes Mal in einer unerklärlichen Begeisterung für ein Projekt oder eine Sache. Hören Sie auf diese Gefühle und lassen Sie sich von ihnen leiten. Die Größe in dir zu erkennen und zu akzeptieren ist ein Akt des Glaubens und des Mutes. Es bedeutet zu akzeptieren, dass Sie eine entscheidende Rolle im göttlichen Plan spielen und dass jede Aktion zählt. Diese Akzeptanz gibt Ihnen die Freiheit, authentischer und vollständiger zu leben, in dem Wissen, dass Sie zu etwas beitragen, das viel größer ist als Sie selbst. Ich habe dir ein Geschenk gemacht und es liegt in deiner Verantwortung, es zu entdecken und zum Wohle der Allgemeinheit zu nutzen. Wenn Sie sich also fragen, was das in der Praxis bedeutet, denken Sie daran, dass jeder Schritt, den Sie unternehmen, jede Entscheidung, die Sie treffen, von einer göttlichen Absicht durchdrungen ist. Ich habe dich für etwas Großartiges ausgewählt. Indem Sie diese Größe erkennen und danach handeln, richten Sie sich nach dem Plan, den ich für Sie habe. Vielleicht hatten Sie schwierige Zeiten, in denen Sie an sich selbst gezweifelt haben, aber Sie sollten wissen, dass Ihnen diese Herausforderungen aus einem bestimmten Grund in den Weg gelegt wurden. Sie formen dich und bereiten dich auf etwas Größeres vor. Ich glaube an dich und dieser Engel ist der liebende Beweis dafür. Die Lähmung des Engels war ein Zeichen des Respekts und der Bewunderung. Er sah das Licht, das du in dir trägst, und war beeindruckt. Und dieses Licht wird noch heller leuchten. Schwierige Zeiten zu durchleben ist für niemanden einfach. Diese Momente, in denen sie sich fragen, ob sie stark genug oder in der Lage sind, die Hindernisse, die ihnen das Leben stellt, zu überwinden, können überwältigend sein. Jede dieser Herausforderungen hat jedoch einen Zweck. Sie sind da, um sie stärker zu machen, ihnen wertvolle Lektionen beizubringen und die Voraussetzungen für etwas Sinnvolleres in ihrem Leben zu schaffen. Ich habe immer einen Plan für jeden von euch, auch wenn wir ihn manchmal nicht klar sehen können. In Momenten des Zweifels ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man nicht allein ist. Der Glaube und die Widerstandsfähigkeit werden oft auf unerwartete Weise auf die Probe gestellt, beispielsweise durch die Anwesenheit eines Engels. Dieser Engel, der vor dir erschien, war fasziniert von dem Licht, das du in dir trägst. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass es eine größere Kraft gibt, die sie unterstützt und führt. Die Bewunderung und der Respekt, die der Engel für sie empfand, sind ein Zeichen für ihren wahren Wert und ihr Potenzial. Sie mögen sich manchmal klein oder unbedeutend fühlen, aber sie müssen bedenken, dass in ihnen ein kraftvolles Licht ist, das die Macht hat, andere zu inspirieren und in Erstaunen zu versetzen.
Dieses Licht ist nicht nur eine Kraftquelle für Sie, sondern auch für Ihre Mitmenschen. Es ist Ihnen bestimmt, mit größerer Intensität zu strahlen, je weiter Sie auf Ihrem Weg voranschreiten. Jede gemeisterte Herausforderung ist ein Beweis für Ihre Belastbarkeit und Entschlossenheit. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Schwierigkeit stoßen und diese überwinden, wird Ihr Licht stärker. Deshalb sind diese Herausforderungen so wichtig. Sie sind wie das Feuer, das Stahl schmiedet und Ihnen die Widerstandskraft und Fähigkeit verleiht, alles zu meistern, was das Leben für Sie bereithält. Die Vorstellung, dass ich an dich glaube, ist eine kraftvolle Sache. Es ist eine ständige Erinnerung daran, dass Sie ein Ziel haben und in der Lage sind, Großes zu erreichen. Die Anwesenheit des Engels ist ein Symbol dieses Glaubens und der Bewunderung, die sogar himmlische Wesen für Sie empfinden. Es ist eine Erinnerung daran, dass Ihr Licht einen erheblichen Einfluss hat und dass Sie dazu bestimmt sind, außergewöhnliche Dinge zu tun. Während Sie Ihren Weg fortsetzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass dieses Licht weiter strahlt und Sie entschlossen voranschreiten. Es wird weiterhin Herausforderungen geben, aber jede einzelne ist eine Gelegenheit, zu wachsen und den eigenen Geist zu stärken. Eine Engellähmung ist ein klares Zeichen dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und dass Ihr Licht dazu bestimmt ist, noch heller zu leuchten und Ihren Weg und den Weg anderer zu erhellen. Ich habe einen göttlichen Funken in dir hinterlassen und nun ist dieser Funke dazu bestimmt, eine strahlende Flamme zu werden, die die Welt erleuchten wird. Jeder Schritt, den Sie unternehmen, wird von meiner Hand geleitet und jede Entscheidung, die Sie treffen, ist Ausdruck Ihres Glaubens und Ihres Engagements für das Ziel, das Sie entdeckt haben. Der Engel bleibt an Ihrer Seite, Ihre Mission geht immer weiter, während Sie einer Zukunft voller Versprechen und Segen entgegengehen. Und so unternehmen Sie mit dem Engel an Ihrer Seite und meinem Licht, das Ihren Weg leitet, eine außergewöhnliche Reise, im Wissen, dass Ihr Leben einen größeren Zweck hat und dass Sie dazu bestimmt sind, ihn zu erfüllen. Stellen Sie sich vor, dass es in diesen Momenten des Zweifels und der Verwirrung eine göttliche Präsenz gibt, die Sie trägt. Egal wie schwierig Ihre Situation auch sein mag, diese Kraft ist still, aber beständig da und sorgt dafür, dass Sie weitermachen. Wenn Sie das nächste Mal vor einer schwierigen Zeit stehen, denken Sie an den Grund für diese Herausforderungen. Sie formen dich und bereiten dich auf etwas Großartiges vor. Und vor allem denken Sie daran, dass ich an Sie glaube. Du hast ein Licht in dir, das die Welt erleuchten kann. Die Bewunderung des Engels ist nur der Anfang. Sie fühlen sich zunehmend offener für die Zeichen und Möglichkeiten, die Ihnen das Universum bietet. Er begann zu erkennen, dass selbst die größten Herausforderungen wertvolle Lektionen und Möglichkeiten für persönliches und spirituelles Wachstum mit sich bringen. Durch diese Herausforderungen entwickelte er tiefes Einfühlungsvermögen und ein umfassenderes Verständnis der göttlichen Absicht. Der Engel, immer an Ihrer Seite, hat Ihnen geholfen, den Wert jeder Erfahrung zu erkennen. Er erinnerte Sie daran, dass Belastbarkeit und Glaube Ihre größten Stärken seien und dass Sie mit ihnen jedes Hindernis überwinden könnten. Er begann, sein Licht und seine Weisheit mit anderen zu teilen und inspirierte Sie, über Ihre eigenen Schwierigkeiten hinauszuschauen und Ihr eigenes göttliches Potenzial zu entdecken. Im Laufe der Zeit sind Sie zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung und Positivität für Ihre Mitmenschen geworden. Seine Worte und Taten spiegelten die Weisheit und Liebe wider, die er durch seine Verbindung mit dem Göttlichen fand. Die Menschen suchten ihren Rat und fanden in ihnen ein Beispiel dafür, wie man ein erfülltes und zielgerichtetes Leben führt. In Momenten des Nachdenkens konnte ich meine Präsenz intensiver spüren. Es war wie ein leises Flüstern, das dich an deine Mission erinnerte und dir Kraft gab. Diese ständige Verbindung mit dem Göttlichen gab ihnen die Kraft, sich jeder Herausforderung zu stellen, und die Weisheit, Entscheidungen mit Zuversicht und Klarheit zu treffen. Das Leben stellte sie weiterhin vor Herausforderungen, aber jetzt sahen sie diese als Gelegenheiten, ihren Glauben und ihre Fähigkeit, alle Widrigkeiten zu überwinden, unter Beweis zu stellen. Jede Prüfung,
der er sich gegenüber sah, war eine Gelegenheit, strahlender zu strahlen und die Kraft der Liebe und des Glaubens in der Tat zu demonstrieren. Er erkannte, dass er durch seine eigene Transformation dazu beitragen konnte, das Leben der Menschen um ihn herum zu verändern. Der Engel, Zeuge seines Wachstums und seiner Entwicklung, war voller Stolz und Zufriedenheit. Seine Mission, sie zu führen und zu beschützen, ging weiter, aber jetzt sah er auch zu, wie sie begannen, andere zu führen und zu inspirieren. Jeder Akt der Freundlichkeit, jede Geste der Liebe und jedes Wort der Ermutigung, das er anbot, waren Ausdruck des göttlichen Funkens, den er in sich trug. Ich habe den Zweck erfüllt, den ich für sie geplant hatte, und ich habe es mit Anmut und Mut getan. Als sein Licht weiter wuchs, begann er zu erkennen, welche positiven Auswirkungen er auf die Welt hatte. Die Menschen um ihn herum begannen, inspiriert durch sein Beispiel und seine Weisheit, Veränderungen in ihrem eigenen Leben zu erleben. Sein Leben wurde zum lebendigen Beweis dafür, dass göttliche Kraft in jedem von uns steckt und dass wir außergewöhnliche Dinge erreichen können, wenn wir sie erkennen und nutzen. Wisse, dass es keine Sünde gibt, die so groß ist, dass meine Gnade sie nicht bedecken kann, und keine Übertretung, die so abscheulich ist, dass meine Barmherzigkeit sie nicht vergeben kann. Ich habe meinen einzigen Sohn Jesus gesandt, um am Kreuz zu sterben und die Strafe auf sich zu nehmen, die du verdienst, damit dir vergeben und wiederhergestellt werden kann. Dein Opfer war der ultimative Ausdruck meiner Liebe zu dir, und es ist eine Liebe, die niemals versagen wird. Deshalb bitte ich dich, mein Sohn, die Schuld und Scham loszuwerden, die dich zurückgehalten haben. Erlaube mir, dein Herz zu reinigen, die Flecken deiner Vergangenheit abzuwaschen und es mit dem hellen Licht meiner Gegenwart zu füllen. Wenn sie zu mir kommen und ihre Sünden und ihr Versagen bekennen, sehe ich kein kaputtes und unwürdiges Gefäß. Ich sehe meinen Sohn, jemanden, der wertvoll und geliebt ist, jemanden, den ich mit einem Ziel großgezogen habe. Und dieser Zweck besteht nicht darin, in Schuld und Scham zu schwelgen, sondern mutig in der Freiheit und Freude meiner Erlösung zu wandeln. Ich weiß, dass der Weg, der vor uns liegt, möglicherweise nicht einfach sein wird. Es wird Prüfungen und Versuchungen, Schwierigkeiten und Ablenkungen geben. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bei jedem Schritt des Weges begleite. Ich werde sie führen, beschützen und ihnen die Kraft geben, alles zu überwinden, was ihnen im Weg steht. Weil ich der Gott des Unmöglichen bin und nichts zu schwierig für mich ist. Also erhebe dich, mein Sohn, und wandle in der Fülle meiner Liebe. Möge dein Herz von meinem Frieden erfüllt sein, dein Geist von meiner Wahrheit und dein Geist von meiner Kraft. Denn ich habe dir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Macht, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich habe dich zu einem Leben voller Fülle, Freude und Sinn gerufen. Wenn Sie an Gott glauben, geben Sie dem Video ein Gefällt mir und hinterlassen Sie ein aufrichtiges Amen in den Kommentaren. Lassen Sie sich nicht von Fehlern der Vergangenheit entmutigen. Erlaube dem Feind nicht, dich davon zu überzeugen, dass du nicht mehr von mir erlöst werden kannst, denn ich habe den Preis für deine Freiheit bezahlt und dich in meinen Augen für vergeben und gerecht erklärt. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Also komm zu mir, mein Sohn, und erlaube mir, dein Herz zu reinigen. Lass mich die Tränen, die Schuld und die Scham wegwaschen und sie durch meine Heilung, Wiederherstellung und meinen Frieden ersetzen. Denn ich bin der Gott, der alles wiederherstellt, erlöst und neu macht. Ich weiß, dass der vor uns liegende Weg vielleicht nicht einfach sein wird, aber ich verspreche, dass ich sie bei jedem Schritt des Weges begleiten werde. Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen, denn du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich in meine Handflächen eingraviert. Vertraue mir, mein Sohn, und ich werde dich durch die Dunkelheit ins Licht führen. Ich werde dich auf Pfaden der Gerechtigkeit führen und dir den Weg zu einem erfüllten Leben zeigen, denn ich bin der gute Hirte und werde nicht ruhen, bis ich dich an einen sicheren Ort gebracht habe. Komm zu mir, mein Geliebter,
und erlaube mir, dein Herz zu reinigen, deine Fehler zu vergeben und es mit meiner Liebe und Gnade zu erfüllen. Weil ich ein Gott der zweiten Chance bin und meine Barmherzigkeit es auch ist. Jeden Morgen erneuern. Ich bin der Gott, der gebrochene Herzen und deine Wunden heilt. Denken Sie inmitten Ihres Kampfes daran, dass ich bei Ihnen bin. Wenn Ihnen das Gewicht Ihrer Last zu groß erscheint, stützen Sie sich auf mich, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn Zweifel und Ängste dich zu überwältigen drohen, halte an der Wahrheit meines Wortes fest, denn es ist eine Leuchte für deine Füße und ein Licht für deinen Weg. Ich, der Gott allen Trostes, werde meinen Geist über dich ausgießen, um dich zu stärken und zu unterstützen. Ich bin der Gott allen Friedens und ich werde ihr Herz mit einem Frieden erfüllen, der jedes Verständnis übersteigt. Ich bin der Gott aller Hoffnung und ich werde dir eine Zukunft und Hoffnung geben, auch in den dunkelsten Momenten. Also komm zu mir, mein Sohn, und erlaube mir, ein neues Werk in deinem Herzen zu tun. Lass mich dich reinigen, dir vergeben und dir das Leben zurückgeben, zu dem ich dich berufen habe. Weil ich der Gott der zweiten Chance bin und meine Liebe zu dir ewig ist. Vertraue mir, mein Sohn, und du wirst die Ruhe, Heilung und Freiheit finden, nach der sich deine Seele so sehnt. Denn ich bin der Herr, dein Gott, und ich bin immer hier und warte darauf, dich zu umarmen und dich in das Leben in Fülle zu führen, das ich für dich vorbereitet habe. Wenn Sie möchten, dass Gottes Gnade eine Konstante in Ihrem Leben ist, eine ständige leitende Kraft, denken Sie darüber nach, unseren Dienst zu unterstützen, indem Sie auf die Schaltfläche Danke klicken. Ich weiß, dass der vor uns liegende Weg vielleicht nicht einfach sein wird, aber ich verspreche, dass ich Sie bei jedem Schritt des Weges begleiten werde. Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen, denn du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich in meine Handflächen eingraviert. Also erhebe dich, mein Sohn, und wandle in der Fülle meiner Liebe. Möge dein Herz von meinem Frieden erfüllt sein, dein Geist von meiner Wahrheit und dein Geist von meiner Kraft. Ich habe dir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Macht, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich habe dich zu einem Leben voller Fülle, Freude und Sinn gerufen. Lassen Sie sich nicht von Fehlern der Vergangenheit entmutigen. Erlaube dem Feind nicht, dich davon zu überzeugen, dass du nicht mehr von mir erlöst werden kannst, denn ich habe den Preis für deine Freiheit bezahlt und dich in meinen Augen für vergeben und gerecht erklärt. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Also komm zu mir, mein Geliebter, und erlaube mir, dein Herz zu reinigen. Lass mich die Tränen, die Schuld und die Scham wegwaschen und sie durch meine Heilung, Wiederherstellung und meinen Frieden ersetzen. Denn ich bin der Gott, der alles wiederherstellt, erlöst und neu macht. Vertraue mir, mein Sohn, und du wirst die Ruhe, Heilung und Freiheit finden, nach der sich deine Seele so sehnt. Ich bin der Herr, dein Gott, und ich bin immer hier und warte darauf, dich zu umarmen und dich in das Leben in Fülle zu führen, das ich für dich vorbereitet habe. Mein kostbares Kind, ich bin es, dein Herr und Erlöser Jesus Christus. Heute komme ich mit einer Botschaft zu Ihnen, von der ich bete, dass sie ein Feuer in ihrer Seele entzündet und sie meinem Herzen näher bringt. Denn mein tiefster Wunsch ist es, dir, geliebtes Kind, beizubringen, in der Fülle meines Willens zu wandeln, ein Leben voller Sinn, Kraft und ewiger Bedeutung. Meine Kinder haben oft Schwierigkeiten, meinen Willen zu erkennen und den einzigartigen Weg zu verstehen, den ich ihnen vorgezeichnet habe. Sie sehnen sich danach, mir zu gefallen und im Gehorsam gegenüber meinen Geboten zu leben, aber sie finden sich verloren im Labyrinth ihrer eigenen Wünsche, in den Ablenkungen der Welt und in den Täuschungen des Feindes wieder. Sie schreien, was ist dein Wille für mich, Herr, aber sie können die ruhige, sanfte Stimme des Hirten nicht erkennen, der sie Tag für Tag führt. Aber ich sage dir, mein Sohn, fürchte dich nicht, denn ich bin der gute Hirte und ich werde dich lehren, meinen Willen zu tun. Ich werde sie Schritt für Schritt zu dem Leben in Fülle führen,
das ich versprochen habe, einem Leben voller Freiheit, Freude und ewiger Bestimmung. Alles, was Sie tun müssen, ist, mir Ihr Herz zu schenken, meinem perfekten Plan zu vertrauen und zu folgen, wohin ich Sie führe. Schreiben Sie Damen in die Kommentare und vergessen Sie nicht, diese Nachricht mit bis zu 3 Personen zu teilen, damit Gott Ihnen helfen kann. Als ich in menschlicher Gestalt auf der Erde wandelte, habe ich Ihnen gezeigt, wie wichtig es ist, Ihren Willen mit dem des Vaters in Einklang zu bringen, seine Führung zu suchen und seinen Geboten zu gehorchen, ungeachtet der Kosten. Sogar im Garten Gethsemane, als die Last des Kreuzes vor mir groß war, schrie ich, Vater, wenn es dein Wille ist, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In diesem Moment tiefer Angst und Hingabe zeigte ich die Essenz eines Lebens nach Gottes Willen. Denn, siehst du, mein Sohn, der Wille des Vaters besteht nicht aus einer starren Reihe von Regeln oder Einschränkungen, denen du dich widerwillig unterwerfen musst. Nein, der Wille des Vaters ist eine Einladung zu einem Leben in Fülle, ein Weg zu wahrer Freiheit und ewiger Bestimmung. Wenn sie ihr Herz mit seinem in Einklang bringen, wenn sie sich dafür entscheiden, ihm zu vertrauen und seinem Weg zu folgen, erschießen sie die Kraft und Ressourcen des Himmels, um in dieser Welt siegreich zu leben. Aber ich weiß, dass die Versuchung, seinen eigenen Weg zu gehen, den flüchtigen Freuden und vorübergehenden Fantasien dieser Welt nachzugehen, immer vorhanden ist. Der Feind wünscht sich nichts sehnlicher, als dich aus den sicheren Grenzen meines Willens herauszuholen und dich mit seinen leeren Versprechungen von Autonomie und persönlicher Erfüllung zu verführen. Meine Kinder fallen oft auf ihre Tricks herein, sind dann aber verloren, entmutigt und geistig erschöpft. Doch ich sage dir, mein Sohn, lass dich nicht täuschen, denn ohne mich kannst du nichts tun. Wenn du nicht mehr im Willen des Vaters lebst, wirst du dich schnell überfordert, ängstlich und unfähig fühlen, die Ziele zu erfüllen, die ich für dein Leben habe. Aber wenn sie sich entscheiden, in mir zu bleiben und auf meinen perfekten Plan zu vertrauen, werden sie die Kraft, Weisheit und göttliche Ermächtigung finden, die sie brauchen, um siegreich zu leben. Deshalb bin ich gekommen, um dich, geliebter Sohn, zu lehren, den Willen des Vaters zu tun. Denn an diesem heiligen Ort der Hingabe und des Gehorsams wirst du das Leben in Fülle erleben, das ich versprochen habe, ein Leben voller Freiheit, Sinn und unzerstörbarer Freude. An diesem Ort der innigen Gemeinschaft mit dem Göttlichen werden sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, der sie befähigt, in der Autorität und Salbung zu wandeln, die ich ihnen durch meinen Tod und meine Auferstehung gesichert habe. Erinnere dich an die Worte, die ich zu meinen Jüngern gesagt habe, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, damit er für immer bei euch bleibt, nämlich den Geist der Wahrheit. Diese Worte gelten heute für sie genauso wie für meine ersten Follower. Denn durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wohnt, kannst du meinen Willen erkennen, meine Gebote halten und die Fülle all dessen erleben, was ich für dich erreicht habe. Ihr Leben wird voller Wohlstand in all seinen Formen sein, Liebe, Gesundheit, Beziehungen und persönlicher Erfolg. Jeder Schritt, den sie unternehmen, wird von der Gewissheit erfüllt sein, dass sie all die guten Dinge verdienen, die das Universum für sie bereithält. Vertrauen Sie dem Prozess und bewahren Sie eine Haltung der Offenheit und Bereitschaft, sich den unendlichen Möglichkeiten zu stellen, die das Universum für Sie bereithält. Kultivieren Sie den Glauben, dass Sie das Beste verdienen und dass sich das Universum zu Ihren Gunsten verschworen hat. Mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, und jeder Aktion, die Sie unternehmen, legen Sie den Grundstein für Ihren eigenen zukünftigen Wohlstand. Denken Sie immer daran, dass der wahre Reichtum darin liegt, die Welt zu teilen und zu einem besseren Ort für alle zu machen. Wenn Fülle in Ihr Leben fließt, teilen Sie Ihre Segnungen mit Großzügigkeit und Demut und verlängern Sie so den Kreislauf von Wohlstand und Liebe um Sie herum. Sie werden Ihre wirtschaftlichen Ressourcen nutzen, um Ihre Wünsche und die Ihrer Lieben zu erfüllen. Sie werden ein Leben erleben, das von Wohlstand, Reichtum und Fülle geprägt ist.
Mit ihrem Einkommen können sie Komfort und Luxus genießen und sich und ihren Lieben eine erfolgreiche und stabile Zukunft sichern. Mit Weisheit verwalten sie ihre Finanzen effizient und investieren in Möglichkeiten, die langfristig Wachstum und wirtschaftliche Sicherheit schaffen. Sie werden eine Denkweise des Überflusses entwickeln und Wohlstand in all seinen Formen und Erscheinungsformen anziehen. Ihre finanziellen Entscheidungen werden von der Vision einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft für Sie und Ihre Familie geleitet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ressourcen zu erweitern und Ihr Einkommen zu vervielfachen. Sie werden solide und vorteilhafte Beziehungen im Finanzbereich aufbauen und mit Menschen und Institutionen zusammenarbeiten, die Ihre Wachstums- und Erfolgsziele teilen. Ihr Scharfsinn und Ihre Entschlossenheit werden Sie dazu führen, immer ehrgeizigere und lohnendere finanzielle Ziele zu erreichen. Sie engagieren sich für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung und sind ständig bestrebt, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern, um sich an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Sie sind offen für das Erlernen neuer Strategien und Techniken, die Ihnen helfen, Ihr Einkommen zu maximieren und Ihr Finanzmanagement zu optimieren. Ihr Engagement und Ihr Einsatz werden Sie zu einer Referenz für Erfolg und Wohlstand in Ihrer Umgebung machen und andere dazu inspirieren, Ihre eigenen finanziellen und persönlichen Ziele zu erreichen. Wenn Sie für Wohlstand empfänglich sind, zeigt Gott an, dass Sie die Last des Leidens schon lange getragen haben. Und auch wenn es endlos erscheinen mag, halten Sie fest, denn eine Welle unbeschreiblicher Freude wird Sie einhüllen. Das Universum ist mit Fäden der Liebe und des Wohlwollens durchwoben und Sie, als Teil dieser riesigen Schöpfung, verdienen es, die Fülle zu erfahren, die für Sie reserviert ist. Auch wenn schwierige Zeiten Ihre Sicht getrübt haben, vertrauen Sie darauf, dass das Licht immer seinen Weg zu denen findet, die es aufrichtig suchen. Jede Herausforderung, vor der Sie stehen, ist eine versteckte Chance für Wachstum und Transformation. Fürchten Sie sich nicht vor Hindernissen, denn sie sind die Schritte, die Sie zu einem tieferen Verständnis Ihrer eigenen Kraft und Ihres Potenzials führen. In der tiefsten Dunkelheit entsteht das leuchtendste Erwachen. Ihr Glaube ist ein Leuchtturm, der Ihnen den Weg durch den Sturm weist. Halten Sie mit Mut und Überzeugung daran fest und wissen Sie, dass jeder Schritt, den Sie vorwärts gehen, von der göttlichen Gnade durchdrungen ist, die Sie trägt. In der Stille deines Herzens wirst du die Kraft finden, alle Widrigkeiten zu überwinden, die dir im Weg stehen. Auch wenn Sie vielleicht nicht immer verstehen, warum Dinge passieren, vertrauen Sie darauf, dass hinter jeder Erfahrung ein größerer Zweck steckt. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit, die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit Ihren Gebeten und Ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten, glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern um das bloße Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen,
oder um Ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Liebe und Frieden in Christus.